Leute, weiter geht's bei God of War. Und ich muss das hier kurz nachkommentieren, nur ein paar Minuten, weil ich bin doof. Ja gut, was steht als nächstes an? Großes, allmächtiges Schwert. Ja, ich würde sagen, Prüfung oder Herausforderung annehmen, natürlich. Was, 5 Minuten überleben? Da sind sie. Bereit. Okay, 5 Minuten überleben sollte jetzt eigentlich machbar sein, je nachdem, was für Gegner auftauchen. Junge, mach du das mal bitte. Ja, sieh dich das an. Aus der Ferne die Gegner durch den Pfeil und den Bogen töten. Das ist doch schon mal gut. Im optimalen Fall dringen die Gegner gar nicht bis zu uns vor. Jawohl, gut gemacht, Junge. Oh, Wölfe. Ja, auch die halten nicht allzu viel aus. Der Bogen ist halt mittlerweile richtig, richtig stark und richtig nutzvoll. Aber die Taktik scheint gerade zu funktionieren, dass ich die Gegner auf Abstand halte. Deswegen schön aus der Ferne mit dem Eisstrahl. Naja, so effektiv war jetzt das zwar nicht, aber... Ne, besser als gar nichts. Okay, nächster Wolf. Ne, sollte ich vielleicht auch mal was machen? Ich denke, ja, komm. Wir machen auch noch ein bisschen was. Ich meine, seht ihr das an? Die droppen alle Überlebenssteine oder Heilungssteine. Hier nicht zu überleben ist bisher eine Kunst für sich. Los, Spektralwölfe, macht sie platt! Was für ein Massaker. Hier fresst doch die Axt. Sehr gut. Und wir haben schon 1 Minute überstanden. Wow, wow. Wo kam jetzt der her? Oh, hinter mir. Was fällt dir ein, du Typ, du? So geht das. Langsam werden es ein bisschen zu viele Gegner. Aber nachdem ich die Zeit quasi gestoppt habe oder die Welten manipuliert, wie auch immer, haben wir dann ein paar Sekunden Verschnaufzeit gehabt und können uns weiter durch die Gegner durchmetzeln. Das war nicht so gut. So, und geh da weg. So. 2 auf 1 Streich. Nicht zuletzt dank Atreus. So, jetzt aber ein bisschen hier... Autsch, scheiß Wolf. Jetzt mal hier ein bisschen Platz schaffen. Sehr gut. Gleich haben wir die 2. Minute überstanden. Vorsicht, von hinten. Wo von hinten? Erstmal den da wegmachen. Perfekt. Ah, der Wolf da. Der Giftwolf. Okay, auch der ist kein Problem. Dann ihr drei hier drüben. Tot. Und... komm, 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 finishen. Sehr gut. Und auch den erledigen. Ich sehe gerade, wenn wir einen Gegner mit R3 finishen, dann läuft die Zeit weiter und wir sind quasi unverwundbar in der Cutscene. Das sollte man sich hier vielleicht auch zunutze machen. Aber so schwer ist das Ganze ja nicht. Wie ihr sehen könnt, deswegen... Ja, kann ich ein bisschen mit meinen Runen spielen und die Gegner ein bisschen auf Abstand halten. Und ab und zu mal ein bisschen draufhauen. Sehr gut. Die Hälfte der Zeit haben wir durchgestanden. Wie gesagt, es ist jetzt bisher nicht sonderlich schwer. Es sei denn, es kommen noch totale Gegner zum Schluss. Aber bisher sieht es mehr so nach dem Standardgegner hier aus. Mit anderen Worten... Das war nicht gut. Mit anderen Worten... Wir sollten hier auch diese Prüfung relativ gut meistern können. Atreus ist, wie gesagt, wirklich eine große Hilfe. Ist fantastisch. Hacksilber wird auch gedroppt. Fantastisch. Und seht euch die ganzen Heilungssteine an. Die wir nicht mal benötigen. Ist fantastisch. Noch einer weg. Komm schon. Minute 45. Und dann sollte ich, glaube ich, auch wieder live kommentieren können. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ihr werdet es ja dann gezwungenermaßen erfahren. So, es taucht immer mehr Gegner auf. Ich weiß auch nicht, ob... immer gleich die Gegner auf dem Feld sind oder ob immer mehr Gegner kommen oder ob es eine Rolle spielt, wie schnell man die Gegner killt. Ich weiß es nicht. Ich habe einfach fröhlich drauf... Autsch, lass mich jetzt in Ruhe. Ich habe einfach fröhlich drauf losgeprügelt. Der ging mir so ziemlich auf den Sack hier. So, gut. Das sind immer die Standardgegner quasi, die so gut wie gar nichts können. Autsch, irgendwo hat mich jetzt ein Giftangriff getroffen. Vermutlich wieder von hinten. Ne, der Typ da. Geh sterben! Ich kann noch nicht! Was, du kannst noch nicht? Du musst! Autsch! Verkackter Giftwolf! So, Heilung nehme ich dann doch ein bisschen mit. Ich meine, wir müssen überleben, ne? Deswegen ist Heilung eigentlich eine gute Idee. Und... was ist das hier? Fantastisch! Ja, weil mehr Heilung ist gleich mehr gut, muss ich sagen. Heilung ist immer gut. Oh, wir haben noch einen Auftrag abgeschlossen. Sehr gut. Die sind ja auch noch die wir abschließen müssen. Diese Tötungsaufträge.
Aber ich glaube, viel fehlt nicht mehr. So, noch 30 Sekunden. Wir geben nochmal alles. Ich sagte, wir geben nochmal alles. Verkackten Viecher, lass mich jetzt endlich in Ruhe. Sehr gut. Und friss den hier. Du, Atreus. Mach wieder mal ein bisschen was, danke. Und 10 Sekunden, wir haben es gleich. Zack, zack, zack. Wenn jemand von euch langweilig ist, dann kann ja mal jemand zählen, wie viele Gegner ich jetzt hier in diesen 5 Minuten gekillt habe. Wäre bestimmt spannend. Aber... gewonnen! Yes, wir haben es geschafft! Und die Heilungssteine sind weg. Noch ein bisschen Hacksilber ist immer gut. Und da unsere Truhe öffnen, die wir uns verdient haben. Noch etwas Hacksilber. Okay, und wir kriegen... schwellende Glut. Fantastisch. Und noch ein bisschen Hacksilber. Das Tor geht auf und das Schwert ist wieder da. Okay. Schwert berühren. Und los geht's. Was Gegner regenerieren schnell Gesundheit? Es beginnt. Es geht los. Gegner regenerieren schnell Gesundheit. Oh mein Gott. Gegner erholen sich schneller von jeder Verletzung. Heißt, ich sollte mich ein bisschen beeilen, indem ich sie töte. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Ja, und so kann ich sie direkt töten. Das ist gut. Das ist gut. Ihr seht euch das an, wie schnell sie ihre Lebensanzeigen wieder erhöhen. Ich krieg den kaum klein, seht euch das an. Okay, ich muss auf die Betäubung spielen. Ich muss sie betäuben, dann mit R3 finishen, weil dann könntest du dich nicht zur Wehr setzen. Ansonsten ist es wirklich ein bisschen sehr brutal, wie schnell sie wieder regenerieren. Seht euch das an, ich krieg die... Ich hätte ansonsten kaum eine Chance. Vielleicht durch die Kombination mit den Astralwölfen, den Fall von Atreus und vielleicht meinen Runenkräften. Dann vielleicht, aber ansonsten... seht ihr, das ist total übel. Aber immerhin haben wir kein Zeitlimit. Deswegen können wir uns hier ein bisschen Mühe geben und uns konzentrieren und anstrengen. Nach und nach kriegen wir einen nach dem anderen kaputt. So. Mit bloßen Händen angreifen erhöht ja bekanntlich den Betäubungsschaden. Deswegen setze ich hier auf diese Taktik. Seht euch das an. Keine Chance, ihm sonst den Lebensbalken komplett leer zu machen. So, war das gut? Die Wölfe. Okay, das war's noch nicht. Shit. Das war gut, Junge. Das war gut. Schwachen Gegner kriegt sogar Atreus klein. Nur mit den Pfeilen. Muss sich so schnell erholen. So, tschüss, Wolf. Und dann ist das hier. Das reicht immer noch nicht. Na schön, dann halt jetzt. So, jetzt bin ich wieder live. Tut mir leid, ich habe vergessen, meine Tonaufnahme zu starten. Jetzt geht's live weiter. Na schön, mein Junge. Verdammte Drecksvieh. Was zum? Okay, wir machen das ohne Waffe. Dann können wir ihn betäuben. Ja, ich habe jetzt die ganze Zeit immer so ein Betäub gesagt und so weiter. Werde versuchen, ob ich das dann irgendwie nachsprechen kann oder so. Aber es wird schon irgendwie gehen. Es wird schon irgendwie gehen. Oh, er ist runtergefallen. Fantastisch. Werfen wir ihn auch noch runter hier. Noch besser. Ha! Das noch mit. Da ist noch Gegner. Moment, den kicken wir auch runter. Sag tschüss. Und sag tschüss. Sag tschüss. Der fiel auch runter. Fantastisch. Dann geht der auch runter. Geht am schnellsten zu, ne? Ja, ja, ja. Und zack. Auch diese Prüfung ist kein Problem soweit. Ich meine, ich schaffe jede Prüfung, wenn ich keine Zeitvorgaben habe. Dann ist das alles kein Problem. Habe ich es bald geschafft. Ne, da ist noch mehr. Noch nicht voran. Na schön. Na schön. Na schön. Ich kann euch genau so töten, wie es sein muss. Kommt jetzt da raus, verdammt nochmal.
hätte euch mit meinen Ruhm erzählt. Dann no! Bad gesehen. Ne, mit den Waffen bringt es nichts. Ich muss die alle nacheinander töten. Ohne irgendwie. Oh mein Gott. Wir wechseln die Waffe. Und dann Attacke. Und die Wölfe, Junge. Haben mindestens einen getötet. Das war gut. So, dann haben wir da noch einen Gegner. So. Kein Problem. Tot. Und da ist noch so ein Sack. Klasse, die Gegner. Suchen wir das da. Der eine ist tot, oder? Nee, der eine ist nicht tot. Verflucht nochmal. Gut. Dann wieder auf die Betäubung setzen. Die kriegen wir auf jeden Fall hin. Aber mit normalen Waffen diese Viecher klein kriegen, das funktioniert nicht so gut. Dann piss dich! Ja, Junge, schön von hinten angreifen. Dann können die Viecher nämlich gar nichts. Und töten. Was ist jetzt endlich? Das war's. Ja, das war's. Und wir kriegen eine neue Truhe. Das ist irgendwie interessanter als Niflheim, muss ich sagen. War's Niflheim? Ich hoffe doch. Wow, so viel schwellende Glut. Fantastisch, und wir können weiter, jawohl. Sehr gut, und wir sind voll geheilt. Rage ist voll, alles ist gut. Neues Tor freigeschaltet. Jetzt haben wir ungefähr 3 Tore, oder? Von 6. Und dann gehen wir nochmal weiter. Sieht ja ultra geil aus. Da drüben ist was. Was kriegen wir? Hacksilber. Nicht so viel. Irgendwo muss ja auch noch eine Walküde verborgen sein. Aber ich glaube, ich werde mich hier wirklich komplett umsehen und dann erst zum Schluss die Walküde machen. Ich atme nichts als Asche. Zumindest bekommst du sie nicht gleich in den Hals. Ja, zum Glück. Du hast gar keinen Hals mit mir. Naja, ein Stück weit vielleicht schon, aber nicht so viel. Oh, wow. Ein Lavawasserfall. Ein Lavafall. Ja, kein bisschen furchteinflößend. Da oben sieht es gar nicht mal so gut aus, muss ich sagen. Hier unten, ja, es geht eigentlich, aber habe ich schon Schöneres gesehen. Trotzdem. Ich sollte niemand kritisieren, wenn ich nicht mal wer ich bin, meine Aufnahme für die Stimme zu starten, ja. Nur mal dazu. Aber heute bin ich motiviert, muss ich sagen. Heute bin ich motiviert. Ich habe heute meine Kündigung abgegeben und die wurde unterschrieben und alles ist gut. Alles ist gut und ich bin top motiviert. Die Stimme sagt 6. Was? 6 Prüfungen? Heißt das, das sind die letzten hier bereits? Das wäre geil. Lass mal sehen. Ja, stark. Schwächere Gegner töten, um das Schild des Stärken zu zerstören. Okay, schwache Gegner töten. Ah, verstanden. Der ist aber nicht wirklich schwach, oder? Der ist unverwundbar. Okay, dann ist der unverwundbar. Okay, müssen einen schwachen. Der ist verwundbar. Oder zu wenig. Okay, okay, okay. Gut. Hast verstanden, da war ein Nachbar. Da war ein Nachbar. Jetzt ist der da vermutlich schwach, oder? Ja, ich kann jetzt momentan nicht weg. Dann das Amulett einsetzen und die Waffen wechseln. Bereit! Musst du erst die hier tun. Sonst kann ich ihn nicht verletzen. Wir kriegen immer Heilung, das ist eigentlich geil. Ja, 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 Feuer von hinten. Los, Junge, den da! Töten, perfekt! Dann könnt ihr den hier schaden. Diese Prüfung ist ein bisschen assi. Das sind schon wieder Gegner, ich höre sie doch. Ja, ich hasse euch scheiß Gegner.
Nee, den da hinten muss ich treffen. Den da hinten. Gott. Gott. Ja, wenn ich nicht sehe, ist auch fantastisch, ne? Wenn ich nicht sehe, ist auch fantastisch. Ja, zwei Verbündete. Das ist toll. Das ist toll. Ja, nee, das ist eine Prüfung nach meinem Geschmack hier. Oh, das ist super. Und dann den hier töten. Schnell. Ist er noch da? Verdammt, ich weiß nicht, wo er ist. Zeit einfrieren. Da ist er. Nein, natürlich ist jetzt bereits wieder ein Gegner erschienen. Aber wo? Gib erstmal das hier. Oh nein, so eine olle Scheiß-Hexe hier. So, perfekt. Dann könnt ihr den töten. Los, Junge, schieß. Nein, es hat wieder nicht gereicht. Hat echt wieder nicht gereicht. Vier Verbündete. Wollt ihr mich verarschen? So, töten, das war gut. Dann. Alter, vier Verbündete. Wollt ihr mich verarschen? Dieser Kampf könnte ein Problem werden. Besonders wenn ich nichts sehen kann. Besonders wenn ich nichts sehen kann, ist das hier ein Problem. Au, 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 au. Runde töten. Rune einsetzen. Und der ist auch gleich Geschichte. Wie gesagt, wo ist jetzt der eine? Da drüben. So, und jetzt. Oh, das war's schon. Das war eine gemeine Prüfung, muss ich sagen. Die war wirklich gemein. Aber hey, wir haben es geschafft. Erst die schwachen Gegner töten und dann sind die starken verwundbar. Ist gut. Oh, damit kann ich alles verbessern. Feuerwappen gefunden. Okay, 6 Prüfungen wurde uns gesagt. 6. Das haben wir vielleicht gleich. Also, Nummer 6. Obwohl ich glaube, dass es noch mehr gibt. Start mit dem Prüfung. Töten Sie Gegner, wenn diese in der... Tu es mir nach. Goldringe sind. Innerhalb der Goldringe. Oh Gott. Glauben von rechts. Ich hab verstanden. Hab verstanden. Komm her, du Drecksvieh. Komm her. Sehr gut. Oh Gott, ich habe auch noch Zeit. Komm da rein. Komm da rein. Nein, 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 nein. Lass sie da reinkommen. Lass sie da reinkommen. Gott, das könnte eine harte Prüfung werden. Junge, komm doch her! Soll da reinkommen? Zählt er schon? Okay, es sind gar nicht mal so viele Gegner. Gar nicht mal so viele. 4 von 5, noch einen. Komm da rein jetzt! Wachsam bleiben. Okay, verstehe. Junge, komm auch hier rein. Wo ist der goldene Ring jetzt? Shit, da drüben. Oh nee, doch nicht solche Gegner. Okay, sie gehen immerhin schnell down. Kommt da rein. Kommt da rein. Jawohl, genau. Und eliminiert. 2 Gegner getötet. Lass sie doch einfach herkommen. Hier rein. Oh, bist du drin? Du bist auf jeden Fall drin. Und sag Tschüss. Komm doch her. Der zählt bereits, hoffe ich. Und Tschüss, Junge. Ich sage Junge und meine damit nicht meinen Jungen, sondern der Gegner. Kommt doch her. Kommt her. Kommt in den Ring. Jawohl. Bam. Das war Nummer 4. Gleich haben wir Nummer 5. Das war's. Das kriegen wir hin. Das ist jetzt ziemlich spannend, muss ich sagen. Das gefällt mir. Wo ist der Ring? Wo taucht der Ring auf? Da. Im Rücken zur Wand. Perfekt. Perfekt. Zählt der? Der zählt nicht, oder? Fuck. Der darf nicht runterfallen.
Was? Jetzt ist er da drüben? Bewegt sich der Ring auch noch. Naja, sollt ihr trotzdem hinkriegen. Sehr gut. Geht da drin? Moment, Moment, Moment. Der Ring ist jetzt da drüben. Ihn da töten. Komm schon. Und? Zack. Auch gut. Gleich wechselt der Ring bestimmt wieder. Ja, der ist bereits wieder weg. Gut, taucht er auf. Da ist der Ring, da drüben. Okay, kommt her. Kommt her. Und töten. Hey, das war doch Nummer 4. Gott, jetzt wechseln hier die Ringe ziemlich schnell. Shit, komm rein, komm rein, komm rein. Oder zählt der? Der zählt. Fantastisch. Okay, okay, okay. Jetzt da drüben. Ich habe noch 2 Minuten 45 Zeit. Ach ja? Ach ja? Shit, kommt doch da rein. Sag, oh, das ist das komisch. Ja, der Geist verschwindet. Zählt der noch? Der zählt noch! Was für ein Glück. Wie, was für ein Glück? Das war gut. Das war Können, Junge, das war Können. So. Nehmen wir das hier noch mit. Und dann haben wir 6 Prüfungen gemeistert eigentlich. Finde ich gut. Finde ich gut. Was jetzt? Tür offen. Aber da kamen wir doch her. Ah nee, wir kamen ja von unten. Stimmt. Gut, aktivieren wir das Tor hier. Und dann würde ich sagen, Leute, das war's für heute mit God of War. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.